Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Ihr seht es noch, die Kiste ist noch komplett zu. Da schauen wir jetzt rein. Hier öffnen, sehr gut. Da kommt nämlich was von der Firma Laco. Und die Uhr geht in den Shop. Das heißt, wer da scharf drauf ist, kann sich dann gleich mal bei uns melden. Ja, wer hier noch so ein scharfes Messer haben will, schaut auch im Shop vorbei. Die Purple sind schon alle. Gibt noch weiß und in diesem schönen Kirschrot. So, jetzt aber mal schauen wir uns eine schöne Laco-Flieger an. Man zum ersten Mal, wo so eine Aufreißlasche wirklich durchgängig funktioniert. So. Noch ein bisschen Tesafilm entfernen. Und dann geht es auch sofort los. Hier haben wir die Kiel Sport. Das hier ist ja die Kiel 2. Schöner klassischer Fliegerchrono. Hier haben wir die Kiel Sport. Preis 2.660 Euro. Mit zusätzlichen kleinen Veränderungen. Jawohl. Kiel Sport Echtheitszertifikat. Cool. Uwe Rücker, CEO. Movement, das Laco 500, basiert auf einem Sellita SW500 und in der Top-Ausführung haben wir es bestellt. Also top, besser geht nicht. Jawohl, Made in Germany. Auch ein bisschen Licht von hier drüben. Das ist bei mir halt immer so ein Problem mit dem Licht. Da ist das schöne Stück. Die hat nämlich ein verkleinertes Ziffernblatt, das außenrum noch Platz war für eine Lünette. Ist das Ding cool? Vor allem schaut euch das mal an in diesem schönen. Wir müssen das ein bisschen aus dem Bild legen. In diesem schönen Titangrau haben wir hier stehen, ganz dezent auf der Seite, Bandenwerbung, Tools for Chance. Und auf dem Rotor, dezent, TFG. Schön. Aber wir machen noch ein bisschen Vergrößerung, damit wir hier was sehen. Schönes Werk. Nicht stören lassen über die Bläschen, dass da noch eine Folie drauf. Wow, das sieht abgefahren aus mit diesem Titangrau. Oh ja. Wow. Das nenne ich mal eine klickende Bezel. Die klackt mal so richtig. Und wird schön von der Feder immer auf den Anschlag zurückgeschoben. Die kannst du auch mit Handschuhen bedienen. Wow. 60er. 60er Klick. Reicht auch total, finde ich. Kannst du doch schön auf jede Minute genau einstellen. Schön. Zwiebelkrone. Erste Stufe natürlich Handaufzug. Hier schön horizontal Uhrzeit, Datum, vertikal Stoppfunktion. Kleine Sekunde. So, erster Klick nach oben, Verstellung vom Tag. Oh ja, das klappt schön.
nach unten, also Datum nach unten, der Wochentag. Wow. Sekundenstopp. Uhrzeit einstellen. Auf der nächsten Stufe. Blaue Zeiger. Wunderbar griffige Krone. Durch die Zwiebeldesign kommt es auch schön drunter, um sie anzuheben. Vom Boden haben wir Saphir, Crystal, Laco, Made in Germany, 10 ATM, TFG auf dem Rotor. Wow, so eine geile Uhr. Stoppfunktion. Und schon rennt er los. Stopp, fortsetzen, stopp, fortsetzen, unten zurücksetzen. Cool, das Öhrchen ist ja mal sehr cool. Wir machen mal direkt einen Vergleich zwischen den beiden Modellen. Da hast du natürlich den Vorteil einer zusätzlichen Funktion durch die Lünette zum zusätzlich nochmal Zeit nehmen, irgendwelche anderen Stoppvorgänge machen oder was man immer auch schön mit einer drehbaren Lünette machen will. Das Zifferblatt ist natürlich kleiner. Dadurch fehlen ein paar Zahlen. Die 3, die 6, die 9. Aber was schön ist, die anderen Zahlen sind nicht angeschnitten. Und bevor man Zahlen anschneidet, finde ich, dann lasst sie doch lieber ganz weg. Wenn du aber sagst, oh, ich brauche die Lünette nicht, ich habe dann lieber das voll ausgeschriebene Zifferblatt mit allen Zahlen, dann greifst du zur Kiel. 2 mit dem größeren Blatt, ohne Lünette, hast du natürlich innen mehr Platz und kannst alle Zahlen ausschreiben. Aber beides schön. Ich muss sagen, die hat natürlich schon einen sehr sportlichen Charakter. Wow, klasse hier. Also in letzter Zeit bin ich echt auf den Fliegertrip gekommen. Das sind einfach schöne Uhren. Vielleicht hat man auch einfach zu lang Diver gesehen, dass man da einfach mal Lust auf was anderes hat. So einen schönen Fliegerchrono. Und das ist natürlich jetzt, hier hat man das, hier war das normale Werk drin. Wie heißt das? Elaboré. Und hier ist dann die Top-Ausführung. Da sieht man auch, alle Teile da drin sind wirklich hochglanzpolierte Teile. Und da sind noch gebläute Schrauben. Und das Werk wird natürlich noch auf Ganggenauigkeit noch genauer einreguliert, obwohl ich mich ja hier auch nicht beschweren kann. Die Uhr läuft wirklich super. Und hier hast du natürlich dieses mattgraue, titangraue Design. Ja, das ist schon, sage ich mal, militärischer, sportlicher. Ne, mattgrau, da reflektiert dann halt nichts. Es ist innen und außen entspiegelt, also wir haben hier das volle Programm genommen. Klasse. Die erste ihrer Art hier bei uns im Shop. Die Sport mit Tools for Chance auf der Seite. Dafür gibt es natürlich einen kleinen, sage ich mal, Werberabattbonus. Wer Interesse hat, schreibt mich an watches@toolsforchance.com. Cool. Die erste TFG Kiel Sport Laco 500 Automatik. Top mit Deko. 2,6. Wie macht Henry immer? Kommen wir mal Internetpreis. Glatt 2,5. Kleiner Bonus für die Werbung. Ne? Dann habt ihr aber das Top-Werk drin und geht keine Kompromisse ein. Wow, geil. Auch schön hier die Bänder. Ne? Handmade in Germany. 22er. Das steht bei mir drin. Oh, dasselbe. Okay. Cool. Und ich muss sagen, ich habe mich so an die Uhr gewöhnt. Und was die natürlich auch wunderbar hingekriegt haben, ist, die haben die Dinger echt geschafft, nochmal einen Millimeter dünner zu bauen. Ne? Sonst hast du immer gleich die 15 mm bei so einem Chrono. Ne? Flaches Glas drauf und dann wirklich komprimiert, was geht. Und dann kommen wir hier mit 14 mm Höhe raus. Und dann durch die kürzen Hörner ist dann so ein 43er Gehäuse im Durchmesser gar nicht mehr so dramatisch, wenn sich die Hörner kurz halten und sie auch nicht zu hoch aufbaut. Dann kannst du auch mit einem schlanken Handgelenk so einen großen Fliegerchrono tragen. Und die Dinger machen halt schon was her. Ne? Ich muss sagen, ich bin jetzt so
schon so oft auf die Uhr angesprochen worden. Dieses Design kennt man schon extrem. Wirklich, jeder hat immer gleich gefragt, ist das eine IWC? Also da sieht man, so wie eine Taucheruhr bei Rolex behaftet ist mit einer Submariner, ist bei den, also wirklich jeder, der mich darauf angesprochen hat, hat gefragt, ob es eine IWC ist auf den ersten Blick. Aber eine IWC würde eher so aussehen, weil bei den IWC Standardflieger, da fehlen dann die 3, die 6, die 9, währenddessen die LACO voll ausgeschrieben ist. Da sieht man das halt irgendwie so, eine Flieger-IWC ist halt schon eine Ikone. So wie die Submariner bei Rolex. Aber hier bekommst du natürlich eine Made in Germany Uhr mit Schweizer Uhrwerk und vor allem mit History. Ne? LACO hat schon für die Originalfliegeruhren damals für die Luftwaffe gebaut, war eine der fünf Hersteller. Und preislich ist das natürlich um einiges attraktiver. Ne? Wenn du mal Birnen mit Äpfeln vergleichst und du nimmst jetzt hier große IWC-Flieger am Stahlband, kriegst du halt vier LACOs am Lederband dafür. Kannst du die ganze Familie damit ausrüsten. Und ich sag mal so, da, wenn du mal acht Riesen dann hier auf Arbeit trägst und dich irgendwo anstößt, boah, das tut dann irgendwie schon weh, ne? Aber ich sag mal hier, sowas hier kann man dann doch schon mal investieren und sich mal gönnen als Gentleman einen ordentlichen Fliegerchrono, den man dann aber auch als EDC immer trägt und nicht irgendwie als Safe Queen ein Dasein fristen muss, sondern schön die harte Action mitnehmen kann. Und ich denke, das hier mit diesem matten Gehäuse und dieser Lünette, das kommt nochmal extrem sportlich rüber. Das ist so richtig dann für die Jungs, die es krachen lassen, ne? Aber die Lünette gefällt mir. 60er Klick, auch was für ein Klick. Das Ding hört sich an wie eine Kalaschnikow beim Durchladen. Das ist immer so ein richtiges Klacken. Und die Krone ist richtig gut bedienbar. Schön, ne? Ist grob halt, ne? Da kannst du auch mit, im Winter mit Handschuhen im Notfall an dem Ding schnell irgendwas einstellen. Okay, Freunde, ich würde sagen, das Video ist wieder super kurz, wie immer halt bei mir. Darum sage ich hier dann schon mal danke fürs Reinsetten, Bewerben, Kommentieren. Die Kiel Sport in der ersten Ausführung hier in einer Tools for Chance Edition. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir machen noch einen Deal. Erstens wegen der Bandenwerbung, ne? Machen wir noch Rabatt. Glatt 2,5. Und das Unboxing-Messer, das gibt es gratis noch mit dazu. Dann habt ihr wirklich das Tools for Chance Spezialset, ne? Also, Freunde, wer Interesse hat, schreibt mich an. Ich sage danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bye bye. Und ja, LACO Flieger Chrono ist cool. Macht's gut, bye bye. Allzeit gute Zeit mit euren schönen Uhren. Schreibt mal drunter, was ist euer Lieblingsflieger? Habt ihr einen? Habt ihr noch keinen? Habt ihr vor, einen zu organisieren? Welcher? Welche Brand? Würde mich interessieren. Ciao.